So, ich wäre dann bereit. Kann ich loslegen, ja? Ja, von meiner Seite aus kannst du das tun. Ja, na dann sage ich mal herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Zast, der Zockeranstalt. Mal wieder hier bei GTA, nach langer Zeit überhaupt mal wieder und jetzt nochmal wieder bei GTA zu einer kleinen Runde Playlist. Wie weit wir kommen, wissen wir noch nicht, weil der Boss hier kann heute nicht so lange, wie wir gedacht haben. Ja, und deswegen müssen wir uns heute auch ein bisschen sputen und legen auch gleich los, nachdem der Kev noch seine kleine feine Community noch begrüßt hat. Da gebe ich jetzt mit meinem leuchtenden Anzug ab hier an den transgendernden Spinner da drüben. Ja, nein, wenigstens ein, was wenigstens etwas, was anzeigt, dass du eine Leuchte bist. Wenn es auch nur der Anzug ist. So, also, damit erstmal von meiner Seite das natürlich auch herzlich willkommen bei GTA nach einer langen Pause, sogar bei mir komplett auf dem Kanal mal wieder lange, lange gar nichts gewesen. Jetzt wieder ein bisschen GTA und ich habe schon angekündigt, vielleicht kommt auch was dazu demnächst, aber mal schauen. Kleine Überraschung dann. Gut. Dieser kurze Playlist haben wir heute nur leider bis 22 Uhr können. Das ist nicht allzu lange. Eigentlich war das heute ein bisschen anders geplant, aber ist halt leider jetzt nicht änderbar. So. Oh nein, das Leuchtemännchen ist weg. Dann schauen wir mal, was jetzt heute so Schönes gibt. So, eingeladen seid ihr schon mal. Ja, dann starten wir mal durch. Alle bereit? Yep, von meiner Seite aus können wir starten. Bloody Lake Resort, ein Team Deathmatch. Baby auch soweit? Yep. Oder hast du noch die Finger woanders? Gut, kann man ja loslegen. Wahrscheinlich gleich am Abzug. Ich werde wahrscheinlich jetzt so gut untergehen, weil hohe feste Waffe. Ja gut, warte mal, die feste Waffe. Feste? Ja, aufnehmbar. Ach, okay. Weil ich bin, habe hier den niedrigsten Level von allen. Passend zum IQ. Nee, passend zur Penislänge in Zentimetern. Aber. Naja, schauen wir mal. Oh Gott, wie es aussieht. Da stehst du. Ich hatte irgendwas gesehen auf der Karte, aber nicht ausmachen können. Stirbst du mal jetzt? Sag mal, ist jetzt mal irgendwann gut? Kannst du mal verrecken? Es war mir fast wieder klar. Verpiss dich mit deiner Scheißkarre. Das tat weh. Das interessiert mich nicht.
Das war mir fast klar. Nee, warst du? Ich dachte, Baby wäre von der anderen Seite gekommen. Ich hätte mich gar nicht treffen können. Ich stand voll hinter der Mauer. Um diese Map herzustellen zu können, haben wir bei Yvonne, also bei Baby, 3 Monate eifrig gesammelt. Von der Muppe fährt der runter. Ja. Ui! Schluss mit dem Moped. Müllpad. Mit dem Müllpad. Geklaut. Erwischt. Du Arsch, Alter, du hör mal mit der Scheiße. Das war schon der zweite Kill. Tja, da musst du dich mal beeilen. Ne? Das war mir klar, genau im Nachladen. Ja, das Mist, ist mir. Du hatte so fast. Hast mir 2 Kills jetzt weggenommen. Jetzt habe ich sie. Vergiss es. Verreck, du Sau. Krieg dich trotzdem noch zuerst. Aber Baby hat mich dann erwischt. Gut, ich hatte eh nichts mehr. Zeigt mir auch so schön den Rücken, ja, also. Ich hatte nichts mehr. Ich war quasi tot. Gerne. Vergiss es. Beide. Beide. Das ist doch nicht wahr. Du stehst vor mir und er zieht erstmal Kilometer weit nach links. Das Ding hat einen ganz schönen Rückstoß. Lass da der Sushi-Rolle sein. Ansonsten kriegst du es. Och Mann, immer im Nachladen. Ich hätte dich sonst gehabt. Mit der letzten Kugel. Ich hab dich noch erwischt.
von deinem scheiß Quad geschossen. Hoppala, da hat irgendwas Mumps gemacht, gerade. Ja, du? Nö, das hat irgendwas explodiert, war explodiert gerade. Baby färbt den See jetzt noch röter. Ah, du schon wieder mit deinem scheiß Quad. Die Dinger klingen immer wie Furzen. Du hast Baby, glaube ich, der Baby hast du nicht gekillt. Nicht ganz, leider. Aber ich hatte sie. Ich hab den letzten Rest ihres Lebensatems noch ausgehaucht. Das ist nicht wahr. Dich hätte ich noch gehabt. Der ist in dem Moment zieht der komplett hoch. Aua! Au! Das sah ja gerade aus. Markus, was war das da? So ein Hintergrund unter mir? In deiner Feuchtigkeit lenken ist halt nicht so gut. Geht nicht gut. Denk nicht dran. Doch, ich denk dran. Nö, brauchst du nicht. Ja. Ich hab dich trotzdem noch mitgenommen. Und damit würde ich sagen, ich habe die Runde gewonnen. Knapp, aber ich habe sie gewonnen. Okay, so viel zum Thema Kanonenfutter. Ja, war eine witzige Runde, muss ich sagen. Dickes Like auf jeden Fall an den Ersteller da. Ja, passend machst du Daumen hoch mit deinem Charakter. Ja. Das war auch komplett auserkoren, ja. Ich hatte erst Angst, dass wir das Level schon mal hatten, aber hatten wir doch noch nicht. Ne?